Willkommen zurück zu Kato und es tut mir leid, ich muss eine kleine Entschuldigung gleich mal an den Anfang bringen, weil ich habe blöderweise eine Stelle übersprungen, denn ich habe ja nicht gewusst, wie man hier weitermachen soll und bin dann off-cam noch ein bisschen umhergeirrt und ja, es gab auf der Karte, auf der ursprünglichen Karte, eine kleine Höhle, minenschachtartig. So wie es genau wie hier aussah. Und wenn man da reingeht, dann kommt man in diesen Bereich hinein. Das Blöde ist aber, das ist ein Autosave-Punkt. Ich kann also nicht wieder zurückwandern und euch zeigen, wie man genau dahin kommt. Aber es sieht dann ziemlich klar aus auf der Karte. Genauso eben ein Symbol wie hier. Ich komme aber nicht mehr zurück, weil wenn ich das versuche, dann wird gesagt, es gibt noch so viel weit zu erkunden. Ja, also sorry dafür. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und wir sind also in einem neuen Gebiet. Ein Pfad zurück zum Grasland, das auf der anderen Seite des Flusses liegt. Sehr schön. Aber ein kleines Häuschen ist hier ebenfalls. Da werden wir auch gleich reingehen, denn ich sehe kein weiteres Kartenteil. Okay. Die kleine Kartografin, ein Buch. Nachdem sie aus dem Wildwald geführt worden war, erreichte die kleine Kartografin ein merkwürdiges Gebäude, das von den Bäumen verdeckt wurde. Da wird doch gerade Katos eigene Geschichte erzählt, oder? Neugierig betrat sie das Haus und öffnete das erste Buch, das sie sah. In diesem Moment trat der Geschichtenhüter ein. Ah, da ist ja dieses elende Buch. Überall habe ich danach gesucht. Das ist ziemlich gut, was? Ich war auch so gefesselt, dass ich es nicht mehr aus der Hand legen konnte. Und als ich es schließlich tat, fiel es mir nicht mehr ein, wo ich es hingelegt hatte. Geisterlilien, Bärenumarmungen, putzende Schafe, was für ein Abenteuer. Ein Zeichen deines guten Geschmacks. Also, willkommen im Haus der Geschichten. Wir sind nicht leicht zu finden, aber du scheinst einen Riecher für Wissen zu haben. Ich bin der Geschichtenhüter und kümmere mich um diese ziemlich einzigartige Bibliothek. Du wirst hier viel Gutes finden, denn unsere Geschichten ändern sich ständig. In letzter Zeit haben sie sich sogar bemerkenswert schnell geändert. Ich war gerade dabei, einige Bücher zu sortieren, aber diese alten Knochen könnten eine Pause vertragen. Lass mich dir zeigen, was dich hier erwartet. Okay. Ich bin gespannt. Und das ist der Wüstenflügel des Hauses. Nicht zu verwechseln mit dem Wüstenflegel, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wie ich schon erwähnte, enthält jeder Flügel Geschichten aus einem bestimmten Bereich der Welt. Ich habe erst neulich eine gute in diesem Raum gelesen. Sie handelt von einer alten Dame, die ihre Enkelin in der Wüste sucht. Ja, echt erstaunlich, was? So eine vielversprechende Geschichte. Als ich aufhörte, fühlte sich die Großmutter gerade etwas erschöpft. Ich merke schon, wie wissbegierig du bist. Ach, wie schön es ist, einen jungen, neugierigen Geist zu haben. Dann sieh dich mal um, stürz dich auf die Bücher. Ich bin derweil im Schreibflügel. Lass mich wissen, wenn ich dir behilflich sein kann. Okay. Also wird in irgendeinem dieser Bücher die Geschichte stehen, wo sich gerade Katos Großmutter aufhält. Erdgeschoss? Suche im Sand. Die unwirtliche Wüste war die Heimat eines zähen Nomadenvolks. Der sich ständig verändernde Sand, der Flora und Fauna durcheinanderbrachte, gehörte zu seinem Alltag. Inmitten dieses Tumults suchte eine runzelige alte Frau nach ihrer Enkeltochter. Ein Sturm hatte sie getrennt und sie sehnten sich danach, wieder vereint zu sein. Durch die Wüste. Überall war Sand, so weit das Auge reichte.
Man konnte ihm nicht entgehen. Zwischen dem Bettlaken, Laken auf der Haut, in belegten Brötchen. Ganze Lager wurden begraben, wenn ein besonders heftiger Sandsturm tobte. Es verschwanden die Pfade, die zurück ins Grasland und andere Nachbarregionen führen. Doch mancher Weg wurde von kühnen Abenteurern oder arglosen Spaziergängern wiederentdeckt. Okay, und hier? Ah ja, jetzt müssen wir auch hier natürlich mal wieder alles ein bisschen umstellen, damit wir irgendwo anders hinkommen. Und wenn ich das richtig sehe, dann gibt es auch verschiedene Stockwerke, die mittels dieser... Ja, jetzt sind wir nämlich im ersten Untergeschoss anstelle im Erdgeschoss und können da wohl irgendwie auch noch nach oben hin, in so einen abgetrennten Raum. Das werden wir aber sehen. Das rätselhafte Haus der Geschichten. An einer unscheinbaren Stelle tief im Wald liegt das Haus der Geschichten. Dieses seltsame Gebäude ist schwer zu finden, wenn man danach Ausschau hält. Doch wer nicht danach sucht, der wird es überraschend leicht finden. Es enthält eine bemerkenswerte Bibliothek von Büchern, die ein Geschichtenhüter katalogisiert. Diese geheimnisvollen Druckwerke werden ständig von unsichtbarer Hand ergänzt, um Geschichten und Kulturen aus der ganzen Welt zu dokumentieren. Das Gebäude ist ein Wunderwerk der Architektur. Hinter seiner täuschend schlichten Fassade verbergen sich raffinierte Räumlichkeiten und eine Schreibmaschine. Auf dem Tisch liegt ein offenes Buch. In der Nähe tippt eine Schreibmaschine von alleine. Unheimlich. Die Beobachter am Himmel. Ihr Volk erfüllte eine wichtige Aufgabe, die Länder zu erfassen und alle Änderungen zu registrieren, die sich seit Urzeiten ereignet haben. Sie reisten mit Luftschiffen, um im Stillen aus der Höhe zu beobachten. Nur selten störten sie die Leute auf dem Boden. Die kollektiven Erinnerungen ihrer Vorfahren wurden über die Generationen weitergegeben. Und so erlangten sie ihre beispiellosen Navigationskünste. Es lag ihnen im Blut, Kartografen zu sein. Die Herstellung magischer Stiefel. Die Grasländer fanden unzählige Möglichkeiten, ihr Leben durch kluge Verwendung von Pflanzen zu verbessern. Dank einer Mischung verschiedener Gummipflanzen konnten sie eine neue Art von Schuhwerk herstellen. Diese magischen Stiefel passten sich automatisch jeder Fußgröße an und beschleunigten die Laufgeschwindigkeit ihres Trägers. Das letzte bekannte Paar, dieser Stiefel, wartet auf einen neuen Träger, irgendwo im Graslandflügel des zweiten Untergeschosses im Haus der Geschichten. Aber da ist noch irgendwas? Nee. Ach so, das wird einfach weiter aktiv gehalten, weil man diesen Hinweis hin und wieder brauchen könnte. Ja gut. Das nomadische Volk des Graslands migriert üblicherweise einmal pro Generation. Es reist in karge Gefilde und führt neben Samen auch sein Wissen um die Bodenbewässerung mit sich. Die Grasländer leben in Einklang mit ihrer Flora, lauschen der Stimme der Erde und fördern das Pflanzenwachstum durch Gesang. Wenn die Zeit für die Migration der nächsten Generation gekommen ist, lassen sie das Land als fruchtbares Paradies zurück. Beliebte Lagerfeuerlieder des Graslandes. Schlaf, Schäflein, schlaf, hol's der rote Teufel, Ganga-Style, Ballade der Sauerkartoffel und Begonien-Bob. Monka, der Lenz ist da. Vielen Dank für die Blumen. Ja, sehr schön. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wir müssen in das zweite Untergeschoss kommen. Und ich würde ja denken, dass das hier... Also eines... Ja, genau. Wir haben hier nämlich ja gehört, das zweite Untergeschoss soll das Graslandflügel sein. Und hier war wohl das Erdgeschoss der Eingang. Und damit könnten wir nun an die magischen Stiefel geraten. Ja, sehr gut. Wofür wir die verwenden können, keine Ahnung.
Magische Stiefel. Ganz geschwind, mein Kind. Spare Zeit und sause über seichte Hindernisse. Okay, warum nicht? Aber wie kommen wir jetzt in diesen Bereich hinein? Da ist die Treppe jetzt auf. Ein weiteres Buch. Ach, hier wieder, die kleine Kartografin. Okay. Eine bräunliche Flüssigkeit. Ist das etwa Tinte? Eingang, Erdgeschoss. Die kleine Kartografin wieder? Die kleine Kartografin wusste, dass sie mit ihren schicken neuen Stiefeln nicht mehr zu stoppen war. Sie würde den Fluss überqueren und ihren Weg in die Wüste finden, wo ihre Großmutter womöglich wartete. Ja. Das Ding ist natürlich, dass es eine x-beliebige Großmutter sein könnte, die von ihrer Enkelin getrennt wurde. Also womöglich ist die Geschichte, die der Geschichtenhüter gelesen hat, nicht unsere. Aber wir haben einen neuen Hinweis und den werden wir natürlich folgen. Willkommen im Schreibraum. Hier entstehen all unsere Geschichten, auch wenn ich dir nicht einmal sagen kann, wie. Es ist keine Geheimniskrämerei. Ich weiß es einfach nicht. Niemand weiß es. Das Dings da dort hinten spuckt sie seit eh und je aus. Meine Aufgabe aber ist es, die Geschichten zu hüten. Und das reicht mir auch. Dies ist der richtige Raum, wenn du mehr über das Haus der Geschichten erfahren möchtest. Ich bewahre hier auch einige meiner Lieblinge auf. Ja, super. Damit haben wir es, glaube ich, hier soweit durch. Es gibt auch nichts mehr zu lesen. Und dann können wir nun rausgehen. Okay. Ah, seichte Hindernisse. Das heißt, wir können jetzt über diesen Fluss einfach laufen. Über die Seerosen. Wunderschön. Fahrt zum Grasland. Zum Grasland zurückkehren? Noch nicht. Ich möchte erst gucken, ob es hier noch etwas anderes gibt. Nicht, dass ich mich am Ende ärgere. Okay, das sieht gut aus. Und dann kann ich euch vermutlich jetzt auch zeigen, was ich meinte. Hoffe ich. Nee, das ist ein anderes Gebiet schon wieder. Willkommen zurück, kleiner Waldgeist. Wir begannen uns Sorgen zu machen, als du verschwunden bist. Hast du vielleicht die Geisterlilie gesehen? Ach, was soll's. Monka wird zwar traurig sein, wenn er davon hört. Er hegte immer noch die Hoffnung. Aber jeder wird froh sein, dass du wieder zurück bist. Nur dieser Blick in deinen Augen. Hast du jetzt deine eigene Geheimmission? Jawohl. Du suchst also nach einem sandigen Ort, ja? Ich wüsste nicht wo, aber Schäfer Mo kommt manchmal mit Sand bedeckt heim. Ja, super. Also müssen wir Mo finden. Das kriegen wir auch hin. Und ja, Mo befindet sich wieder bei den Schafen. Da werden wir mal gleich hingehen, denke ich. Wieder alles verbinden und dann ab in den Süden hier. Wobei, hier ist auch noch die Lehrerin. Womöglich hat die uns auch noch was zu erzählen. Die Geisterlilie ging ins Jenseits. Ich wäre gern ein Abenteurer, so wie du. Hast du irgendwelche coolen Pflanzen gesehen? Also wir haben ja vorhin den Mürbemohn durchgenommen. Willkommen zurück. Ich freue mich, dass du wohlauf bist. Vielleicht findest du ja einmal die Zeit, meinen Schülern von deinen Reisen zu berichten. Irgendwann anders vielleicht. Wir müssen nun zu Mo gehen. Na, da, du schläfst schon wieder, Mo. Puh, so einen guten Schlaf hätte ich auch gerne. Was? Oh Mann, meine Schafe. Hast du meine Schafe gesehen? Moment. Meine Schafe sind ja alle da. Warum hast du mich dann aufgeweckt, hä? Ach so, warum ich manchmal sandig bin? Ja gut, sag's meinem Papa nicht, aber ich weiß es nicht. Ich wache einfach manchmal so auf. Vielleicht kann ich es dir ja zeigen, wenn ich schlafe. Jetzt bin ich hellwach, aber es gibt womöglich Pflanzen, die mich müde machen.
aber ich bin kein Pflanzenkenner. Wann bubert's legal, Mo? Dann wollen wir mal schauen, ob wir hier irgendein gutes Äquivalent finden. Das könnte doch die Lehrerin wissen, oder? Oh, sind das neue Stiefel? Du bist jedenfalls flott mit ihnen unterwegs. Aber das ganze Herumrennen muss dich doch müde machen. Kinder, welche Pflanzen können unserer Freundin helfen, heute Nacht erholsam zu schlafen? Ich weiß es. Das ist kein Wettbewerb. Jeder kann antworten. Ich glaube, dass dir jedes der Kinder etwas zu sagen hat. Und wenn du Pflanzen sammelst, dann stecke sie einfach in diesen Topf. Vielen Dank. Frag mich. Flüstergras. Wenn da der Wind durchweht, dann klingt das so, als würde eine Gruppe Leute Schhh sagen. Ich habe es an der Flussmündung gesehen. So, und bevor ich das jetzt vergesse, werde ich direkt zu der Flussmündung mal gehen und mal suchen, ob ich dieses Flüstergras hier irgendwo schon sehe. Okay, an der Flussmündung. Das ist ja eigentlich die Flussquelle. Aber Monka ist doch hier. Sag mir, dass du sie gesehen hast, junger Setzling. Bitte, sag mir, dass du die Geisterlilie gesehen hast. Oh nein. Es tut mir leid, ich war so aufgeregt, als sie erschien. Und da du kurz danach verschwunden bist, dachte ich mir, dass du sie vielleicht gefunden hast. Aber gut, sie wird wieder blühen. Eines Tages. Bestimmt. So. Nö, ich sehe hier nichts. Vielleicht weiß ja Mo, wo es Sand gibt. Ja, aber ich wollte gerade nach Flüstergras suchen. Na gut, dann frage ich erstmal die anderen Kinder. Vielleicht werde ich dann schlauer. Schlummerstiel. Seine Stängel haben einen milden Duft, der jeden schläfrig macht. Er wächst in der Mitte eines Feldes mit gelben Blättern. Oh ja, den sehe ich hingegen sofort. Bei der Flussmündung habe ich zwar nichts gesehen, aber dieses Feld, gelbe Blätter, jawohl. Aber warum kann ich das nicht einsammeln? Nein! Muss ich erst alle Kinder fragen und dann suchen? Kann natürlich sein. Okay, und du? Nickerblümchen. Sie nicken ganz langsam und wenn man dabei zusieht, dann wird man müde. In der Nähe der Kreisstraße sind welche gepflanzt. Die Kinder haben so viel Pflanzenwissen. Ich bin richtig stolz. Welche Kreisstraße denn? Bitte? Du kannst die Nickerblümchen nicht finden? Siehst du, wie die Straße einen Kreis bildet? Die Blümchen wachsen da ganz in der Nähe. Die Straße bildet doch keinen Kreis. Was erzählst du, Junge? Hast wohl im Unterricht nicht aufgepasst, wa? Das ist wieder so ein Rätsel, wo ich herausfinden muss, dass da was fehlt. Ja, super. Okay, damit haben wir schon mal die Nickerblümchen immerhin gefunden. Das ist ja schön. Danke. Dann hole ich mir noch einen Hinweis von den anderen Görn ab. Oh Mann. Schlummerstiel wächst doch in der Mitte eines Feldes mit gelben Blättern. Ja, die sehen genauso aus wie die, die Tante Tuja hegt. Okay, in der Mitte. Ja, ich komme da jetzt hinter. Okay, sehr schön. Das Problem ist jetzt aber, was ich noch habe mit dieser Flussmündung. Weil die ist garantiert noch nicht da. Also bei der Flussmündung wächst etwas Flüstergras. Du weißt schon, die Stelle neben dem Fluss und dem offenen Meer. Neben dem Fluss und dem offenen Meer. Dann soll ich das also so zusammensetzen, ja? Nehme ich an, neben dem Fluss und dem offenen Meer. Ja, aber... Hä? Nee, warte mal.
Kann das sein, dass damit sowas gemeint ist? Oh, ich probiere mich hier dumm und dusselig. Ich habe das nicht verstanden am Anfang. Ja, ich dachte aber, dieses große Wasserteil müsste da irgendwie mit rein. Und dann musste ich auch erstmal verstehen, dass ich das hier ja eher waagerecht halten muss. Ja. Okay. Ich verbinde wieder alles und dann geht es weiter. Oh Mann. Na gut. Damit haben wir also die Flussmündung entdeckt. Da muss man echt aufpassen bei dem Spiel, dass man nicht, wie ich, sich da zu sehr versteift und dann nicht mehr die Idee rausbekommt, dass man hin und wieder auch mal ein bisschen drehen und wenden muss, ne? Okay. Wo ist Mo? Ja, einfach weiter im Süden. Dann rennen wir mal ein Stück. Wir haben ja jetzt diese tollen, bequemen, schnellen Stiefel. Zum Glück. Und machen Mo mal müde. Blumen. Für mich und die Schafe? Also, wie aufmerksam von dir. Mehr Blumen? Also du. Da werde ich ja gleich müde. Also, du verwöhnst uns ja richtig. Und die letzte im Bunde. Ja, jetzt sagt er gar nichts mehr. Pennt sofort ein und wir können ihm langsam, aber unauffällig folgen. Denn irgendwo wird er sandig. Und tatsächlich, wir sind im Wüstengebiet scheinbar. Mehr Tee, Penelope? Beziehungsweise in dem Übergang zu dem Gebiet. Denn wenn wir hier mal schauen, das ist sehr, sehr eigenständig. Ich werde uns trotzdem schon mal hier hinbringen, damit Mo auch sehr schnell wieder zurück nach Hause gehen kann. Und genauso, was meine ich, man geht dann in ein komplett neues Gebiet und kann leider nicht einfach so zurückgehen, weil eben dank des Autosaves direkt einem die Möglichkeit genommen wird, zu dem Kontrollpunkt davor zu gehen. Und wenn ich jetzt hier versuche, dann kommt eine Nachricht, Oma ist nicht in dieser Richtung. Komplett richtig. So. Das Wüstengebiet also. Kakteen und Sand. Kartenstück. Kartenstück. Und wer seid ihr? Ein Kamel, natürlich. Also solch zuverlässige Reittiere, unsere Jungs. Sie können Wasser in ihren Körper speichern. Diese cleveren Kerlchen. Dadurch sind sie zu schwer, um den gelben Sand zu überqueren. Aber es ist immer nützlich, zusätzliches Wasser für Notfälle parat zu haben. Nur gut, dass wir diese Kakteen rechtzeitig gefunden haben. Du bist bestimmt ganz ausgetrocknet, junge Schwester. Ich wünschte, ich könnte dir mehr anbieten. Wir sind bei unseren letzten Kakteen angelangt. Und Oma Noah sieht schon etwas mitgenommen aus. Nein. Mir geht es prima. Ja, natürlich. Also, wir konnten dieses Lager gerade rechtzeitig aufschlagen, bevor uns der Sandsturm erreichte. Die anderen zogen nach Westen, jenseits des gelben Sands. Bist du mit unserer Wüste vertraut? Sei vorsichtig auf dem gelben Sand. Er ist ständig in Bewegung. Die Landschaft kann sich also im Nu ändern. Dagegen ist der weiße Sand hier ruhig. Der lässt sich immer nutzen, um den Weg zurückzufinden. Wann bin ich nur so alt geworden? Du kannst mir glauben, dass ich mal knackig wie ein Kaktus war. Aber heutzutage fühlt sich mein Körper wie eine Tempelruine an. Sandig und voller alter Knochen. Genieße deine Jugend, solange du kannst, Mädel. Aber ist sie nicht wunderschön, unsere goldene Wüste? Kurven, soweit das Auge reicht. Wir hatten einst unsere eigene Oase, aber die ist vertrocknet. Seitdem sind wir auf der Suche nach einer anderen Wasserquelle.
Mit Sand bedeckte Vorräte und Ausrüstung. Tja, wir haben also ein neues Gebiet. Wir haben Kakteen. Autsch, was für eine schlechte Idee, die anzupacken. Und hier ist wohl der ominöse gelbe Sand, wo man sich leicht verirren kann. Also womöglich werden wir in ein ähnliches Rätsel wieder gesteckt wie schon in dem Waldgebiet. Denn ja, wir sehen zwei neue Kartenteile, die absolut in keiner Weise irgendwie indizieren, wohin wir denn sollen. Ich nehme also an, da wird wieder ein Rätsel kommen, wo wir eine Spur finden müssen, wo wir uns weiterhin zu begeben haben. Aber das finden wir im nächsten Part von Kato raus. Und vielleicht finden wir die Großmutter, aber ich glaube fast nicht. Denn wir haben schon etwas gehört, dass ja ein Sturm eine Oma von ihrer Enkelin getrennt haben soll. Und sie haben von einem Sandsturm geredet, was eine ganz andere Geschichte wäre als die von Kato. Aber das finden wir schon heraus. Und ich bin sehr gespannt, wen wir hier in diesen sandigen Gefilden so treffen können. Macht's gut und habt einen schönen Tag.